So, dann schauen wir mal, wie wir das hier auf die Kette bekommen. Wo lässt sich denn hier irgendwas drehen? Löwe, Skorpion, Wassermann, Stier. Auf jeden Fall müssen wir mal da hoch. Komm, hoch. Ich will nicht schwingen, ich will da hoch. Ah, so, okay. Und hoch. Okay. So. Bin gleich zurück. Und jetzt darüber wahrscheinlich. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Ja, wir müssen darüber, komm. So, und jetzt hier hoch oder was? Ja. Puh, andere Richtung und jetzt darüber. Okay, dann müssen wir anders. Ja, von da kommen wir doch, oder? Ne, wir müssen da hoch wieder. Und jetzt? Und jetzt? Freund? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ui. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Bist du okay? Ja, schon so. So, jetzt sind wir hier. Nur. Pass auf deine Finger auf, Nate. Soll ich mir Sorgen machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal? Boah. Alter, was eine Kletterei hier. Darüber, müssen wir nicht darüber? Ja, komm, spring doch. Ah, okay. So, und jetzt hier drehen. Skorpion. Avery war bestimmt. Das ist ja was, Skorpion. Komm. Okay, das war echt laut. Hey, Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Mann. Ja. Wundert mich nicht. Okay. Alles klar. Da ist jetzt der Stier, ne? Hey, Sully, was von Sam gehört? Naja, dem geht's bestimmt gut. Das ist bloß ein Akku hier. Und? Hat nichts gebracht, Nate. Okay. Da müssen wir jetzt als nächstes Wassermann. Stier ist letzte. Da müssen wir jetzt zum Wassermann. Wo ist denn der Wassermann? Da drüben ist der Skorpion. Hier ist der Stier. Wo ist denn der Wassermann?
Müssen wir jetzt hier wieder runter? Ja, da sind wir ja hoch, ne? Ja, hier sind wir hochgekommen. Geht's ja noch weiter hoch? Vermutlich. Ich vermute es. Wassermann. Wassermann. Durchweg nette Menschen. Okay, und Ohren zu halten. Durch der Ohrstöpsel. Ja, Wassermann. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Okay, als nächstes der Löwe. Der Löwe. Wo ist denn der Löwe? Den Löwen. Perfekt. Löwe, ich hatte mal was mit einer Treppe. Geil. Und Ohr zu halten. Danke. Löwe ist auf. So, und jetzt zum Schluss der Stier. Okay, nur noch eine. Okay. Der Stier war. Da war der Skorpion, wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Gas. Das war der Skorpion. Alter. Hinweis. Nutzen Sie das Pendel. Ja, da bin ich doch gerade auf dem Weg. Genau, da oben haben wir den Stier. Sehr geil. Und tap. Gut, wenn wir jetzt hier nochmal drehen, dann sollten wir es haben. Stier. Die schlimmsten. Und. Sehr schön. Haben wir das Geheimnis gelöst. An der Glocke, sehr geil. So, dann wollen wir mal darüber. So. Da oben. Das ist ein Riesenhebel. Was ist los? So. Da hoch. Ja, ich wollte schon sagen, das macht dann Yakira, wenn man hinguckt. Der Großtier ist ein Hebel. So.
schnell weiter. Komm, spring. Spring. Oh. Das hat Spaß gemacht. Oh Gott. Wow. Tolles Panorama. Ja, definitiv ein tolles Panorama, aber... Alter. Kann ich mich da an den Zeigern festhalten? Ja. Ja, bringt bloß nichts, ne? Komm. Nein, ich will nicht hoch, ich will runter. Und noch eins. Wie geht's darüber? Das schaffen wir auch wieder nicht. Shit. Kommen wir jetzt hier gar nicht hoch? Wie muss ich denn da hoch? So. Können wir die Zeiger verstellen? Nein, hier kommen wir nicht weiter. Wenn die Zeiger eine Linie bilden? Ja, richtig. Müssen wir da nochmal rein und müssen die Zeiger umstellen, oder was? Aha. Wenn die Zeiger eine Linie bilden. Natürlich. Kalle stürzt wieder ab. War ja vollkommen klar. Wenn die Zeiger eine Linie bilden. Aha. Die kann ich an der Uhr drehen. So, komme ich so rüber? Ah, nicht ganz, ne? Wow. Tolles Panorama. Probieren wir es mal. Nein. Ja, bringt mir ja nichts. Komm, hoch da. Ui. Komm hoch. Ich will nicht runter, ich will hoch, Mann. Okay, jetzt alles. Komm, eins hoch. Na komm, du musst da hoch, Mann. Was machst du denn, Boy? Genau. Hin. Hey. Ah ja, okay. Wow. Okay, jetzt da hoch. Da hoch. Und nur? Sehr schön. Ah ja, okay. Wow. So, da werden wir. Kommen wir da auch wieder nicht hoch? Es geht doch nichts übers Klettern.
So, wir probieren es erstmal auf den herkömmlichen Weg, ob wir da reinkommen. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Nein, da auch nicht. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als dass wir hier klettern müssen. Nee, toll. Hier ist ein Rieseneingang. Okay, Sally, geschafft. Das wird richtig laut. Nein. Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, also wirf mir nicht noch mehr auf den Kopf, okay? Dann muss ich sie wohl selbst läuten. Okay, los geht's. Lustig. Wir erläutern eine Glocke. Alter! Heilige Scheiße! Verdammt nochmal! Hey, Sally! Oh, Scheiße! Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub! Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Alter, erstmal alles eingerissen. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Okay. Dann mal hier runter. Und auf die Tür. Sally, bin ja weit voraus. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two. Echte Komplizen. Okay, was kann man jetzt hier machen? Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Was tun wir jetzt? Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Ah, wenn wir die Sterne vielleicht hier. Nee, warte, hier so. Ja. Oh. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonnie und Christopher Condent. Vielleicht so. Nee.
Die haben jetzt aber auch gar nichts, wo man da vielleicht sehen könnte. Alle nach oben oder seitlich? Zigtausend von Möglichkeiten. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonnie und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Okay, da muss es irgendwo muss es hier Hinweise geben. Adam Baldridge, Christopher Condent und Anne Boney.